Hallo Freunde und willkommen zu Silver. Wir sind hier im Keller angelangt und müssen gegen einen Dämon kämpfen. Und wenn wir den besiegen, wird endlich dieses Portal hier geschlossen und dieser nichtsnutzige Zauberer hilft uns. Wir haben hier zwei Durchgänge, hier hinten geht's in die Höhle und hier ist ein paar Kobolde rausgekommen. Ich frage mich, was dahinter ist. Wir gehen erstmal hier rein. Hallo! Ist hier jemand? Nein. Verschwinde, fremde Kreatur. Hier ist niemand. Macht euch keine Sorgen, die Kobolde sind fort. Sie wollten dem alten Hauswart wehtun. Wollt ihr das auch? Nein, nein, natürlich nicht. Ich muss nur den Kessel in Betrieb nehmen. Geht nicht. Zu viele böse Kreaturen. Sie machen dem Hauswart Angst. Wenn ich all diese Kreaturen vernichte, würdet ihr dann den Kessel anwerfen? Würde ich schon. Ihr wart nett zu dem alten Hauswart. Wollt ihr das haben? Habe ich da draußen gefunden. Ist ein Schlüssel. Danke. Schon gut. Ein Schlüssel. Hab ich gern gemacht. Ich glaube, das könnten wir ganz gut gebrauchen. Aber wir werden wohl erstmal diesen Dämon besiegen müssen. Gehen wir mal weiter. Die Musik gefällt mir nicht so wirklich. Was ist das? Eine Art Golem oder sowas? Okay, den Hammer. Da ist der Weg blockiert. Ah, nee, ist nur eine Brücke. Okay. Ich dachte, da wäre der Weg blockiert gewesen. Da unten haben wir auch nochmal so einen Dämon. Nee. Wir haben sogar zwei davon. Die sind aber auch ziemlich stark. Aber das kriegen wir hin. Ja, sag ich doch, das kriegen wir hin. So, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Oh, okay. Hier kommen ziemlich viele von den Viechern. Schwierig werden. Okay, einer ist schon mal weg. Oh, und die zwei stehen da rum. Oh. Okay, das wird noch ein bisschen schwieriger. Können wir den auch angreifen, solange er unsichtbar ist? Oder ab? Komm schon. Mist. Nicht erwischt. Das gefällt mir gerade gar nicht. Erledigt den. Das ist schwierig. Das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Kommt er wieder? Aber ich krieg ihn nicht. Hab ich ihn? Nee, ich hab ihn nicht. Aber ich kann auch... Eieiei. Schnell was essen. Komm schon da raus. Mist, er geht nicht raus. Ah, jetzt hab ich ihn. Jetzt sollte es kein Problem mehr sein, die Dinger zu besiegen. Diese Golems. Das ist ganz schön fies, wenn man die erst, den Typ erst finden muss. Aber wir haben es geschafft. Gut. Rechts oder links? Das ist jetzt eine gute Frage. Gehen wir mal hier nach rechts.
Oh, und wer ist das? Was für eine übel riechende Sorte von Dämon bist du denn? Du stinkst wie die Pest. Hey, Doc, wer ist dieser Trottel? Ihr wollt doch hoffentlich nicht euer Schwert gegen meinen unschuldigen, winzigen Freund hier erheben. Du würdest niemandem etwas zuleide tun, nicht wahr, Frink? Er ist ein Ausgestoßener, genau wie ich. Verlassen, darf sich nicht länger mehr einen Kobold nennen. Weil er dieses liebenswürdige Wesen hat oder weil die Seife bei der Aussicht auf ihren Einsatz den Heldentod gestorben ist? Er wurde ausgestoßen, weil er mir geholfen hat. Riecht er wirklich so schlecht? Wir sind schon viel zu lange auf uns allein gestellt. Aber sagt mir, warum seid ihr hier? Diese Katakomben sind sehr gefährlich. Kein Ort, an dem man einfach umherwandern sollte. Ich werde den Dämon töten. Naja, nach dem, was Frink mir von ihm erzählt hat, ist er ziemlich bedrohlich. Ich selbst habe ihn nie gesehen. Ich wage es nicht, meinen Raum zu verlassen. Und glücklicherweise ist der Dämon auf die Hitze in seinem Unterschlupf angewiesen. Wenn diese Katakomben so gefährlich sind, warum seid ihr dann überhaupt hier? Ich bin Alchemist! Rams, bums, boing! Bum! Die anderen Professoren fühlten sich ein winziges bisschen von dem Krach belästigt, also haben sie mich in die Katakomben verbannt. Hier gibt es nur mich. Wahrscheinlich zu Recht. Und ein paar unerwünschte Dämonen, die ich hoffentlich alle in die Luft gejagt habe. Wenn ihr etwas davon wollt, mein wirkungsvollstes Elixier befindet sich in diesem Lagerraum dort. Und keine Sorge, Frank hat es persönlich getestet. Ja, dank eurer beruhigenden Zusicherung würde ich wirklich gerne etwas davon haben. Wartet nur einen winzigen Augenblick. Ach du meine Güte. Es tut mir leid, aber ich fürchte, ich habe den Schlüssel verloren. Lasst mich raten, das ist so ein Silvaner. Ha, wusste ich's doch. Tja, den Hammer. Dann gehen wir mal da rein und holen das Zeug. Ihr seid ein kleines Wunder. Ihr habt es geschafft, die Tür zu öffnen. Gut, dann gehen wir mal da rein. Was ist denn das? Ein Chaos-Drang. Was macht denn der? Steht es dabei? Nö, steht nicht dabei. Ich wage den jetzt erstmal nicht so auszuprobieren. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal, nachdem wir mal gespeichert haben. Gut, dann wollen wir mal nach links gehen. Da geht's nicht lang. Dann müssen wir mal hier weiter runter gehen. So langsam will ich auch ganz gern mal wieder einen Speicherpunkt, ganz ehrlich gesagt. Ja, komm schon. Na also, geh doch. Da ist dann der Nächste. Das war knapp. Und so langsam gehen uns auch die Lebensmittel aus, habe ich einen Eindruck. Jetzt. Da haben wir noch einen. Viele kommen ja eigentlich noch. Beziehungsweise, wie tief geht's denn hier noch runter, wo der Typ das Portal aufgemacht hat? Vielleicht stelle ich mich auch einfach ein bisschen zu blöd an gerade. Aber, naja, egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Da weiter. Oh, jetzt kommen sogar zwei. Ah,
haben wir eigentlich kein Schild mehr an? Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Ich muss gleich mal nachschauen. Mist. Tja, das war's wohl. Ich glaube, das Schild ist tatsächlich kaputt gegangen und das hat doch ein bisschen... Naja, vielleicht hätte ich auch was essen sollen. Dann hätte ich gesagt, spiele ich jetzt halt nach der Aufnahme einfach von da weiter, wo wir aufgehört haben. So, das Ganze immer im Let's Play nachzumachen, alles nochmal zu machen, das ist ein bisschen blöd. Das mache ich dann allein und dann kommen wir dann wieder da. Fangen wir da an, wo ich gerade aufgehört habe. Okay, bis gleich dann. So, da bin ich jetzt auch wieder an dieser Stelle, wo wir vorher versagt haben. Und ich hatte es mal jetzt die ganze Zeit mit dem Eisschwert probiert und ich finde, man macht doch einiges mehr Schaden. Auch wenn man dieses Netz des Todes, glaube ich, hieß es, nicht verwenden können. Naja, aber egal. Wir können jetzt auf jeden Fall weitergehen. Ihr seht schon, das macht irgendwie schon einiges mehr Schaden. Meiner Meinung nach. Also ich brauche zumindest zum Beispiel nur zwei von diesen Zauberdingern. Und ja. Ach, das war einer verschwendet. Naja, vielleicht auch drei. Au. Der war jetzt, ja, etwas heftig. Wir haben auch noch um einiges mehr Lebensmittel da, als um uns zu heilen. Das ist mal nicht schlecht. So, das sind wieder die zwei Kobolde, die vorhin wahrscheinlich geflohen sind. Was sie auch jetzt taten. Ah, und wenn ich sehe, hier hätte ich speichern können. Also es war gar nicht mehr so arg lang mehr. Naja, gut. Ich bin der Schein. Zum Portal 2. So, dummerweise langt es noch nicht, um die Folge voll zu kriegen. Das heißt, wir machen weiter. Oh, das sieht doch nach einem Portal aus. Und lasst mich raten. Das ist er auch. Jawohl, der hat doch mal gut getroffen. Ich war gerade. Wahrscheinlich muss ich den genau zum richtigen Zeitpunkt treffen. Geh weg, du Vieh. Au. Der hat gesessen. Ai, ai, ai. Der Ding ist noch nicht aufgeladen. Gebracht. Ich verstehe immer noch nicht ganz genau, wann. Äh
wann man treffen muss. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Oder ob das rein zufällig ist. Ah, ich kann noch nicht. Wahrscheinlich muss man ihn zu einer bestimmten Zeit treffen. Allerdings, ich habe, wie gesagt, noch nicht wirklich rausgekriegt, wann das genau ist. Okay, dafür, dass ich das noch nicht rausgekriegt habe. Jetzt vielleicht. Nee. Ha, wir haben ihn. Ich weiß zwar nicht genau, wie wir das angestellt haben, aber wir haben ihn. So, und das Portal verschwindet. Klasse. Ich habe es geschafft. Ich habe den Jog gefunden. Kommen wir zu spät? Seid kein Idiot, seht euch um. Natürlich kommen wir zu spät. Terronus hat uns das von eurem Großvater erzählt. Es tut mir leid. Ich danke euch. Aber jetzt will ich nur noch so schnell wie möglich zum Teleskop zurückkehren. Also gut, dann wollen wir mal. Worauf wartet ihr noch? Wie wär's mit dem Portal? Nicht? Ihr beide bleibt hier beim Professor. In den dunkleren Ecken könnten immer noch ein paar Kobolde lauern. Gut. Und die Maschine läuft auch wieder. Sehr schön. Er hat ja ein Buch. Verbrennt der Bücher? Also dann los! Als das Teleskop ist da oben! Worauf wartet ihr noch? Drängelt ihr eigentlich jeden so? Nein. Nur euch. Das ist mal nett. Okay, wo müssen wir hin? Ja, Teleskop benutzen. Ziemlich fortschrittliches Teil. Das Schiff segelt mit voller Kraft in Richtung Rain. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir müssen nach Haven zurückkehren. Dort können wir einen Plan schmieden, wie wir die Galeone abfangen können. Wir haben keine Zeit, um Pläne zu schmieden. Wir sollten sofort nach Rain aufbrechen. Nein, wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Wenn wir nicht hinreichend gut gerüstet in Rain einfallen, laufen wir in den sicheren Tod. Die Galeone ist stark bewacht. Wir brauchen mehr Leute. In Ordnung. Aber wir müssen uns beeilen. Danke für all eure Hilfe, Terronus, aber ich bin sicher, ihr seid froh, wenn in eurer Bibliothek wieder Ruhe und Frieden einkehrt. Wir wünschen euch alles Gute und verabschieden uns jetzt. Viel Glück! Passt auf euch auf, David. Geht mit Gott. Aber geht. Die Vorhut berichtet, dass es in der Stadt Rain eine überlegene Präsenz von Silvers Truppen gibt. Ein beträchtlicher Anteil davon wird sich in und um das Hafengebiet verteilt haben, um die Frauen abzuschotten. Wir sind nicht für einen Angriff vom Wasser aus ausgerüstet. Wir müssen uns also durch die Stadt vorkämpfen. Nein, ein Frontalangriff wäre glatter Selbstmord. Ihre Truppen sind besser für den Kampf ausgebildet als wir. Und sie sind uns zahlenmäßig 5:1 überlegen. Wir haben keine Wahl. Wir können weder unsere Fertigkeiten verbessern noch unsere Truppengröße. Nein, aber wir können sicherstellen, dass wir die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, bis zum letzten nutzen und sinnvoll einteilen. Wir sollten uns in kleinere Gruppen aufteilen und zeitgleich die wichtigsten Gebiete angreifen. Sind wir nicht als größere Einheit stärker? Nicht unbedingt. Wenn wir in Zweiergruppen vorgehen, können wir ein größeres Gebiet sichern und uns unbemerkt unseren Weg durch die Stadt bahnen. Ich denke, er hat recht, aber ich finde, wir sollten uns an den Docks wieder zusammenfinden, um gemeinsam die Frauen schützen zu können. Dann ist ja alles klar. Ich vermute, es hat niemand mehr etwas hinzuzufügen. Dann schlage ich vor, wir machen uns so schnell wie möglich auf den Weg nach Rain. Gut.
Das nenne ich doch mal einen Plan. William, ihr kommt mit mir. Clay, am besten bleibt Richard bei euch. John, ihr geht mit Ben. Oh Mann, wie kommt es, dass ich mit Ben losziehen muss? Warum kann ich nicht mit Sekün gehen? Du solltest dankbar sein. Du hättest auf Fat Bob zugeteilt werden können. Ja? Was ist mit mir? Wer ist mein Partner? Ihr habt euer Essen. Und Sekün, ihr geht schließlich mit David. Viel Glück! Nur keine Sorge, David. Ich werde euch beschützen. Wie kommt's, dass sie nicht entführt worden ist? Auf jeden Fall. Jetzt können wir, glaube ich, zwischen den beiden hin und her wechseln. Sehr schön. Sie hat ihren Bogen. Oder einen Bogen. Das macht ja Sinn. Da ist nichts. Das Eisschwert, das behalten wir. Okay. Sie soll auf dem Bogen bleiben. Was ich jetzt gar nicht mehr weiß, ist, Kotzbogen Level 4. Gar nicht mal schlecht. Was ich jetzt gar nicht mehr weiß, ist, kämpft sie jetzt automatisch oder muss ich das auch irgendwie ansteuern? Weil steuern kann ich sie ja. Aber das werden wir sehen. Jetzt probieren wir es erstmal aus. Okay, das müssen wir noch ein bisschen üben. Dann nehmen wir Deathmatch. Was haben wir da? Ein Breitschwert. Sehr schön, aber das schauen wir uns erst das nächste Mal an. Dann würde ich nämlich jetzt hier speichern und sagen, wir beenden die Folge. Jetzt einmal vielen Dank fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!